Hallo liebe Leute, hier ist euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen eine Runde Halo The Master Chief Collection. Also die Spiele sind neu überarbeitet rausgekommen und wir spielen die PC-Version. Das heißt, ich habe mir Xbox Game Pass geholt für PC und wie ihr seht, hier bei Kampagne gibt es bisher nur Halo Reach und Halo C Anniversary, aber Halo 2 soll bald kommen in der Anniversary-Version. Ich glaube, für Konsolen gibt es die sogar schon. Müsste ich mal meinen Bruder fragen. Ne? Weil ich glaube, da gibt es glaube ich schon alle Teile spielbar über die Anniversary. Aber hier für PC momentan nur die Reach und die Halo 1 sozusagen ist das ja. Ich bin schon in beiden mal kurz drin gewesen zum Testen. Hatte extreme Probleme gehabt, irgendwie Ton hinzukriegen, Bild hinzukriegen, Aufnahme über OBS, über Fraps, über all Probleme gehabt. Und jetzt nehme ich es über Xbox Game Bar auf, weil es irgendwelche Sicherungen von Microsoft da drin gibt. Keine Ahnung. Ihr hört das auch schon am Ton von meiner Stimme. Das ist mein G35 immer noch von Logitech. Also ein sehr gutes Headset. Und naja, es klingt blechern, finde ich. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass der Ton nicht zu schlecht rüberkommt. Ich kann es auch nicht. Ja, also qualitativ so gut wie möglich. Es wird halt aufgenommen und gerendert alles über Microsoft. Schade, schade, schade. Besonders da ich auch schon überlegt hatte, das per iFinity zu spielen in 5760x1200, was ich auch hier die Möglichkeit hätte. Und das hat schon Spaß gemacht. Jetzt spiele ich es nur auf einem Monitor in Full HD, da Xbox sowieso nicht höher rendern kann als 1080p. Das ist das Maximum. Ja, da sind wir nun. Ich hoffe, das tut dem Spiel keinen Abbruch und wir werden trotzdem viel Spaß haben. Jetzt die Frage, fangen wir mit Reach an. Es spielt spielerisch oder storytechnisch vorher, aber kam nach Halo 3 ODST, glaube ich. Und die Reihenfolge wäre also Halo CE. Dann, also Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo ODST, dann kam glaube ich Reach und dann kam glaube ich S4. 4 kenne ich gar nicht. Ich glaube, die anderen habe ich alle mal ein bisschen gespielt. Also durchgespielt glaube ich auch, aber das war zu Xbox 1 und Xbox 360 Zeiten. Xbox 360 aber auch kaum noch. Da müssen wir mal schauen. Wieso ist mein Controller ausgegangen? What the heck? Ich hoffe, das passiert gleich nicht wieder. Ja, ich würde sagen, wir spielen aber das Original erst, weil der qualitative Unterschied zwischen Reach und Halo 1 wird riesig sein. Und deswegen, aus Nostalgiegründen, spielen wir Halo 1 nochmal durch erstmal. Nee, wir machen von vorne starten. Ich meine, ich bin am Anfang, aber wir wollen ja die Cutscene sehen. Also gehe ich hin auf Missionen, ist das richtig? Ich kann direkt alle auswählen? Warum? Weil ich das damals mit dem Chojin-Profil schon mal gemacht habe. Also das ist mein alter Xbox Live-Account. Schnellstart. Ich würde sagen, für ein Let's Play, wir könnten natürlich auch höher versuchen, aber für ein Let's Play ist, glaube ich, einfach auf normal. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Oder sollen wir heldenhaft machen? Ihre Feinde sind zahlreich und unerbittlich. Ihre Angreife fallen verheerend aus. Es ist fraglich, ob sie überleben. Es könnte natürlich irgendwann Frust werden. Wir können aber jederzeit nochmal zurückschalten, oder? Ja, komm, mach einfach mal. Ist ja wahrscheinlich für ein Let's Play nicht gut geeignet. Aktuell Missionsfortschritt verlieren. Ja, wir sind sowieso am Anfang. Entkommen Sie unversehrt, während Truppen der Allianz Ihr Schiff entern. Levelzeit 15. Levelpunktzahl 17. Pff, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas für Gamerscore bestimmt. Oh, Katzi, halt die Schnüss. Wieso habe ich Balken?
schon geil aus, ne? Wenn man Backtaste drückt. Ah, das geht nicht. Gortana, aber im Spiel geht es. Haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Ich hatte auch damals, ich glaube, es waren 4 Bücher von Halo gelesen. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Boah, wie das jetzt aussieht. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen, begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Männer, jetzt werden wir diesen krakenköpfigen Kotzbrocken zeigen, dass sie sich keinen schlimmeren Feind hätten aussuchen können als die menschliche Rasse. Wir werden diese Saftsäcke in Stücke schießen, bis uns die Munition ausgeht und sie dann mit ihren eigenen Eingeweiden erwürgen. Huja. Hab ich recht, Marines? Lippensuppe. Ja, Sir! Mhm. Klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle. Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Green Lords, die die IS von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag. Wow! Gut. Tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Wir müssen raus hier. Sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Das ist interessant. Eben, wo ich drin war, musste ich erstmal hier die Sensoren untergleichen. Wieso kommt das nicht? Oh, Vibration. Kann ich die bitte ausschalten aus meinem Controller? Das ist schrecklich. Gameplay. Gameplay. Nee, Steuerung. Gamepad. Vibration. Deaktiviert. Also ich muss schon sagen, ich bin ziemlich geflecht, was die Grafik betrifft. Wenn ich euch mal zeige hier mit der Backtaste, so sah das Spiel eigentlich aus. Leider konnte ich das in der Zwischensequenz nicht zeigen, da hatte ich das eben gehofft. Das ging aber nicht und das ist schon... Das ist ein riesen Unterschied, wie das alles hier aussieht. Die Gesichter und dergleichen, die Schatteneffekte und so. Pff. Schon cool. Cool. Definitiv. Besonders, ich weiß gar nicht, das war 2000, 2001, glaube ich, gewesen, wo ich das gespielt hatte. Wir haben das hauptsächlich später noch im Netzwerk gespielt. Über 2 Häuser, also schräg gegenüber das Haus von meiner Oma. Und über den Garten mit 100 Meter Netzwerkkabel und dann in beiden Häusern über mehrere Räume.
Also der erste und zweite Teil, den haben wir so viel zusammen mit Freunden über mehrere Xboxen geladen. Das war so viel Fun. Da hat die Kampagne kaum noch interessiert. Es ging nur noch um den Multiplayer, weil es sich einfach so gut gespielt hat. Ich muss mit der Steuerung erstmal rausfinden. Ich glaube, die ist ein bisschen anders als damals. Das haben sie geändert wegen der Anniversary Edition, damit die Steuerung sich alle ein bisschen ähneln. Sichert die Sprengtür! Los! Los! Ich habe einfach mal die genommen, die von vorne drin war. Bam, bam, bam. Also, wir können noch keine Muni oder Waffe mitnehmen. Kann ich hier irgendwie. Ah! Lichteffekte! Schaut euch mal an, so sieht das eigentlich aus. Also, aus nostalgischen Gründen würde ich ja schon was sagen. So, komm hier, ihr wisst, ich bin Retro-Fan. Lass uns so spielen. Aber ich glaube, wir spielen mal in der Version. Wie kann ich rennen? Das wird bestimmt gleich noch alles erklärt. Also, wer das Halo-Universum nicht kennt, wir sind im Krieg gegen die Allianz. Das ist eine Föderation von unterschiedlichen Planeten, wie wir das von Star Trek kennen. Also von Außerirdischen, bloß wir Menschen sind nicht Teil dieser Allianz. Und das ist alles so auf so Kriegerkassen und dergleichen aufgebaut. Und die haben zur Begrüßung, machen die das wie die Klingonen und so weiter, zeigen ihre Stärke und sind halt hingegangen und haben die Waffen beim Erstkontakt alle ausgefahren. Das ist mehr so ein Gruß gewesen. Haben die sich angegriffen gefühlt, die Menschen, und haben draufgeballert. Das wird leider hier im Spiel nicht so erklärt. Boah, verwundet mit Blut. Ja, und jetzt sind wir im Krieg mit denen. Gibt dann natürlich auch noch so ein paar andere Gründe, weil wir uns an ihren Göttern vergreifen oder an ihren Ruhestätten, was Frevel ist. Aber nach und nach werden wir über die Spielereien ein bisschen mehr erfahren. Wenn man da auch mehr wissen will, muss man auch schon die Bücher oder dergleichen lesen. Captain Keyes? Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Schön, schön, die Nummer zu daddeln. Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Ich habe auch so viel Hintergrundwissen über Halo. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen. Ich will halt nicht zu sehr spoilern. Weil ihr merkt ja schon, die Story ist ziemlich geil. Die Dialoge sind hervorragend, es wird echt toll erzählt. Hört auf jeden Fall zu den besten Shootern, die es überhaupt gibt, was Story und dergleichen trifft. Also,
da Half-Life ist auch ziemlich geil. Aber wenn man dann so ein Doom oder so ein Wolfenstein oder sowas nimmt, oder ein Call of Duty und dergleichen, die kommen da alle nicht dran. Das hört eigentlich, wenn nicht sogar, ist das beste Shooter-Spiel, was es gibt. Also diese Reihe ist genial. Da hat Xbox, also Microsoft, sich da echt eine Perle mit reingeholt gehabt. Das ist schon toll, was daraus geworden ist. Und dieses Universum ist super. Ja, über die Halo-Ringe will ich nicht zu viel spoilern, wie gesagt, weil dann tue ich euch zu sehr das Story spoilern, falls ihr es noch nicht kennt. Wir müssen runter vom Schiff, bevor es vollständig überrannt wird. Kann aber kurz noch was sagen, nämlich hier der Captain Keyes, den kennen wir schon als kleinen Jungen. Wir spielen den John, das ist der Spartan 117. Wir sind, veränderter Mensch, sage ich mal. Wir haben mit Kybernetik und dergleichen haben die experimentiert und haben uns überall eingesetzt, Implantate und dergleichen. Das haben auch ganz viele nicht überlebt. Und ich habe mich nicht freiwillig gemeldet, nämlich der Captain Keyes ist hingegangen und hat mich, wo ich 5 Jahre alt war, gekidnappt. Genau, die haben uns einfach gegen einen Klon ausgetauscht, der ziemlich gaga war und wo dann die Eltern später gesagt haben, so, der ist irgendwie komisch, weil er so abwesend immer war und ist dann, so haben die das gemacht, die haben halt Kinder gekidnappt, die irgendwelche Fähigkeiten haben, wo die Potenzial gesehen haben, dass das Killermaschinen werden können und die haben sie Spartaner genannt, dieses Spartaner-Programm. Ist eigentlich keine schöne Sache, aber so war es halt. Und da wusste man auch noch nichts von den Außerirdischen und dergleichen. Da wurden wir eingesetzt, um gegen andere Menschen auf Marskolonien und dergleichen zu kämpfen. Ne, so wie wir es bei Universal Soldiers im Endeffekt machen. Und ja, wie gesagt, die Cortana ist eine künstliche Intelligenz. Und die lebt nur so normalerweise 10, 15 Jahre. Danach werden die verrückt. Da werden wir vielleicht in späteren Teilen noch was drüber erfahren. Aber sie ist eigentlich aufgebaut von einer Doktor Halsey hieß sie, glaube ich. Sie war die Leiterin des Spartaner-Projekts. Sie hat mich eigentlich außer Korn dahin zu kommen. Und er war früher noch ein ganz kleiner Lieutenant gewesen, was heißt klein, aber auch schon recht jung noch gewesen. Ja, und jetzt sind wir halbwegs erwachsen. Ich glaube, er ist 21 oder so zu dem Zeitpunkt. Hat übermenschliche Kräfte. Und ja, wir werden angegriffen. Lass uns doch mal schauen, was hier passiert. Was ist das für ein komischer Ring, den sie da entdeckt haben? Also, die sind mutig, wenn sie zu mehr sind. Alleine sind sie nicht so mutig. Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Tun sie ihr Bestes. Ah, ist so. Ich will mit X nachladen, das geht aber nicht. Aber das ist irgendwie RB. War das nicht früher X? So, Schild down, Bams. Wie wechsle ich denn die Granaten? Ich habe nämlich, glaube ich, normale und Plasma, oder? Gefechtsteams auf Deck 7 und 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Hier ist gar nichts. Damit werfe ich es auf jeden Fall. Damit kann ich nur Lampe anmachen. Ich habe hier noch Gegner gehört. Wo kommt das denn her? Ah, hier bin ich versteckt. Und ihr seht ja rechts oben diesen Schild. Das ist eine außerirdische Technologie von den Blutsvätern. So. Einer. Ja, der Weg ist zu weit vorgreifen. Da, ich hab noch was für dich. Wow, er ist größer als ich dachte. Hat sie jemand gesehen? Keine Spur von ihm. Hat uns da gerade was getroffen? Tempo, zurück zur Luftschleuse! Ich hab dich getötet, das geht nicht. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen noch hier am Steuerung üben. Boah! Da sind alle auch begeistert. Eigentlich wäre es ein Geheimnis auch von den Regierungen.
gar nicht, was passiert ist. Was haben wir denn hier hinten? Monster Mega Shield. Awesome. Aber so mal eins zu stacken. Ah, fail. Schleusen der Rettungskapsel um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. So ja, drin. Ja, wahrscheinlich war das damals so. Die lädt sich aber genauso wie mein Schild immer wieder auf. Wow, wow, ich bin gestuckt, oder? Ah, shit! Dieser kleine Pisser. Da, ein Mark 5. Er ist weg. Nichts zu sehen. Alles ruhig. Mal weg. Platz da. Ich komme. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Tempo, zurück zur Luftschleuse. Ja, da steht einer rausgekommen. Noch nicht, was? Boah! Wieder bin weggefickt. War ich zu nah dran. Schön, dich zu sehen, Mann. Ich hab sie verloren. Jo, das ging noch vorbei. Rush ist man nicht so vor. Ich bin zu voreilig, ne? Im dritten Feuerzeichen hat. Besonders nach 10 Jahren kein Spiel zu spielen, aber. Aha, ich hab nichts mehr. Ich glaube, das Game ist noch ein bisschen. Was zum Schiff hochgeht. Weg da, weg da, komm nicht so nah. Ah, die ist so schön. Wir sind zu zweit hier drin, klar? Mal so eine andere Bombe nehmen, die RP zu tauschen. Ein Plasmagewehr. Und zum Schild runterschießen. Sie benutzen die Rettungskapsel, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Ja, aber leider. Ich bräuchte ein bisschen Energie. Ihr seht das schon, wir haben da drunter, wenn die weg ist, dann war's das. Aber es gibt so eine Art Erste-Hilfe-Kästen. Genau, macht mal was. Ach ja, ist klar. Okay, geht die Kombo noch, obwohl da brauche ich das Kampfgewehr für. Ne? Das ist, wenn man sich die Plasma-Pistole, ich kann es immer zeigen, die Plasma-Pistole kann man aufladen. Ah, ich will die Waffe auch mit X nehmen, das kann doch nicht sein. Hat sich da irgendwas steuerungstechnisch geändert? Zack. Das sind dann direkt 10 Schuss von diesen Einzelnen. Na, kommen noch welche? Ah, oh, er wirft eine Granate! Fire in the hole! Ja, Mann, wie? Nein, gar nichts. Nein, gar nichts. Was meint er denn damit? Hallo, kommst du da durch? Konnte man nicht irgendwie rennen? Das ist wohl schon dein Modus. Kann sein, dass es im ersten Teil so noch nicht ging. Also haben sie richtig geil nochmal was rausgeholt. Ihr seht schon, wenn der aufgeladen ist, ist der Schild direkt down. Das kann schon enorm helfen, wenn wir dann eine Waffe haben, die mit einem Handy ihn direkt töten könnten.
Gewehr. Das ist schon eine ziemlich coole Waffe. Aber man muss bedenken, das hat jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, ne? Immer noch, das ist saugeil. Ist also eigentlich schon Retro-Hilfe. Obwohl bei mir im Freundeskreis einige Foren werden ja Spiele, die vor 2000 oder im Jahr 2000 noch sind, nicht als Retro gelten. Aber da wären dann auch Sachen wie Baldur's Gate 2 und dergleichen, ja auch kein Retro mehr. Na, weiß ich nicht. Muss man nicht abschätzen. Für andere ist auch schon alles, was vor 10 Jahren war, Retro. Junge Leute. Mein Freundeskreis ist eher zwischen 40 und 60, deswegen ist das vielleicht bei uns aber auch was anderes. So bin ich gerade im Kreis gefahren. Das ist einfach eine weitere Schleuse gewesen. Sah aber ähnlich aus, die Gegend. Ja, aber wir sind definitiv woanders hier. Energie wäre gut. Ich glaube, wir wechseln wieder auf die Pistole. Das wäre zum Beispiel so eine Waffe, womit wir Paddies, wenn der Schild down ist, direkt töten können. Ah, Schild down schießen, wechseln, Kopfschuss. So meine ich das. Oh, da ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Na, alles fit? Haben wir mal gestackt. Warum? Ich glaube, das war's. Allianztruppen im Gang über uns. Ah, wie es nicht für einen Konsolentitel gehört, spiele ich über Xbox Controller. Xbox 360. Ich werde das einfach so testen. Oh, 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 wir sind fast down. Wir sind fast down. Nicht gut. Hier Hochschild. Mist, haben sie mich irgendwie von der Seite noch erwischt, ne? Erstmal die kleinen ausschalten, da haben wir ein paar weniger. Der Energiemangel ist nicht gut. Wir sind direkt down. Gibt's hier nicht irgendwo noch ein Schild? Also die KI ist sauschlau, ne? Also es ist im Gegensatz zu anderen Shootern, die agieren wirklich total intelligent. Könnte ich da nicht einfach schaffen. Okay. Problem ist, dass die zusammen sind. Gut. Ah, ich bin nicht erwischt. Außer als ob ich getroffen hätte. Nicht drauf. Ja, also mit dem Schwierigkeitsgrad müssen wir noch schauen. Wollen es ja nicht zu lange aufhalten an einzelnen Stellen. Besonders wird es natürlich von Level zu Level auch schwieriger. Mir geht es auch eher nochmal darum, die Story nochmal zu sehen. Okay, jetzt sehen wir aber nichts. Ja, überlegt euch das mal. Ich glaube, es war 2001, also 19 Jahre. Aber oh, vor 19 Jahren, da hat keiner sowas gesehen. Besonders im Koop war das einfach genial. Kooperativ zusammenspielen, gesplitteten Modus und
Und dann noch die Fähigkeit mit den unterschiedlichen Fahrzeugen. Das hat man so auch noch nicht gesehen. Boah, shit. Das ist so. Also das war schon cool. Das erleben wir aber erst im nächsten Level mit den Fahrzeugen. Weg hier, der Anführer ist tot. Das ist echt cool. Sobald die in der Übermacht sind, dann sind sie voll mutig, aber sobald irgendwie was sich ändert. Sehr gut gemacht, danke. Nicht mal ein Kratzer. Nicht mal ein Kratzer, wir sind alleine, oder? Wir sind nur noch 4-2. Hey! Oh, achso. Ich denke gerade, warum schießt er von hinten auf mich? Das ist echt krass. Ich wirf dahinter eine Plasmagranate. Der weiß, er kann nicht mehr nach links und rechts ausweichen und stürmt direkt nach vorne. Dann sagt er, er kann ja sonst nichts mehr machen, sonst wird er erwischt von der Granate. Das ist schon cool. An alle. Das Spiel war seinerzeit enorm voraus. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommandopersonal weg ist. Energie! Juhu, da lag ein First Aid Kit. Die Rettungskapseln starten, beeilung! Achtung, Sprengtüren werden geschlossen. Sie zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich den Ring schaffen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt, er führt Sie zu einem Ausgang. Ja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.